nimmt kein Ende. Hier. Rauf aufs Volk, jawohl. Denkt sich die Polizei. Und denken sich die Schergen, die Regierungsvertreter, die Schergen, vielleicht des Teufels, wir wissen es nicht, wo es hingeht. So, der wurde jetzt gerade aufgeladen mit Wasser. Der fährt jetzt wieder vor und sprüht noch eine Runde. Frieden, Freiheit, keine Diktatur, wird gerufen. Aber ich befürchte, wir sind schon in einer Diktatur. Menschen, wacht auf, die ihr das jetzt anschaut und teilt bitte dieses Video. Ja, diese Menschen können nichts verursachen. Sie sind unbewaffnet und in einer friedlichen Demonstration und sie werden mit Wasserwerfern bekämpft. In Berlin, ja, in Berlin, heute an diesem Tag, wo das dritte Infektionsschutzgesetz wahrscheinlich jetzt auch durchgeht, und die Menschen dann in ihren Grundrechten massivst eingeschränkt werden und auch absolute Rechte verlieren und vor allen Dingen die Unversehrtheit sogar ihres eigenen Körpers. Das ist Wahnsinn, was hier gerade passiert in Deutschland. Es ist eine Schande. Diese Regierung ist eine einzige Schande. Wassermarsch, sagen die. Jawohl, und dann nochmal. Ruf aufs Volk. Ist ja nur das Volk. Das Volk ist das Souverän und das Volk hat hier das Sagen. Und das ist erst der Anfang. Dieses Volk wird nicht aufhören. Hört euch das an und schaut euch das an. Tja. Und ich bin stolz auf diese Menschen, die hier stehen bleiben. Die bleiben stehen und sie lassen sich nicht beirren. Normalerweise wäre ich jetzt auch hier unten, aber ich war genau zu diesem Zeitpunkt schon oben und ich wäre auch nicht mehr runtergekommen, weil man hier hätte mich nicht mehr durchlassen. Wahnsinn, schaut euch das an. Man möchte das Volk vertreiben, man möchte das Volk wegspülen, es ist lästig, es ist laut, es spricht aus, was es aussprechen möchte. Und das ist die Antwort. Das ist die Antwort dieser Regierung, dieser Schergen. Ja, unfassbar. So, wir müssen jetzt hier wieder den Balkon verlassen. Bitteschön.